Guten Morgen, liebe Angelfreunde. Wir sind wieder unterwegs. Wir sind wieder im Frühling unterwegs. Und heute haben wir uns was ganz Verrücktes ausgedacht. In den letzten Videos haben wir euch immer beschrieben, geht flach angeln. Die Fische ziehen jetzt in das warme Oberflächenwasser, in Flachwasserzonen. Und weil ja viele Fische auch schon relativ nah an der Laichzeit dran sind, die möchten wir nicht belästigen, habe ich heute als ganz große Besonderheit die große Frage, was steht jetzt eigentlich noch tief? Wir werden heute ganz besonders intensiv tief angeln, um einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, gibt es überhaupt noch irgendwelche Raubfische, die da unten im tiefen Wasser unterwegs sind. Nicht flacher als 5 Meter bzw. meistens sogar 6 bis 10 Meter Wassertiefe ist im Jahresverlauf eine richtig gute Tiefe. Aber ob das im Frühling auch funktioniert, dieser Sache gehen wir heute mal auf den Grund. Manchmal gibt es ja richtige Überraschungen, wenn man so ganz verrückte Dinge tut. Das kann ich euch übrigens auch empfehlen, manchmal gegen den Strom, gegen die langläufige Meinung zu angeln. Ich sag ganz offen, ich habe so gemischte Gefühle. Einerseits bin ich total neugierig, was da heute passiert, ob es da tatsächlich noch ein paar Schlafmützen gibt, die noch gar nicht wissen, dass Frühling ist und dann eben noch in der Winterresidenz unterwegs sind. Die Lufttemperatur liegt jetzt über der Wassertemperatur. Die Flachwasserzonen wärmen sich auf, was für Flachwasserangeln eigentlich ganz gut wäre. Von daher könnte es auch sein, dass wir ein bisschen was vor die Buchse kriegen. Aber wir werden das jetzt gleich überprüfen. Wer erstmals in Holland unterwegs ist, der wird auch auf holländische Zwergkühe stoßen. Guckt sie euch an. So, wir sind jetzt am Spot angekommen und wenn ich auf das Echolot sehe, was jetzt natürlich ganz wichtig ist, es sieht nicht hoffnungslos aus. Es sind tatsächlich einige Fische auf der 10-Meter-Linie hier zu sehen. Ich werde jetzt also nicht in 13,80 Meter angeln, sondern ich werde noch ein kleines bisschen an die Kante ranfahren. Aber wir sehen hier also in dem 10-Meter-Bereich könnte was passieren. Ich bin also wirklich neugierig, ob das, was wir da jetzt auf dem Echolot sehen, auch bissige Fische sind. Das prüfen wir jetzt. Ist ja schon ein komisches Gefühl, jetzt im Frühling tief zu angeln. Aber ich bin auch neugierig. Barsch. Wir haben einen Fisch, einen tiefen Fisch auf 8,5 Metern dicken Barsch. Naja, einen halbdicken Barsch. Aber es geht was tief.
ein Ripplerbarsch. Kuckuck. Ja, ich bin jetzt schon mal etwas erleichtert. Mein Rippler funktioniert, aber das wisst ihr ja schon. Aber auch das tiefe Angeln ist nicht ganz hoffnungslos. Wir haben jetzt gefühlt 20 Minuten, 25 Minuten geangelt. Erster Fisch auf 8,5 Meter im Frühling. Von wegen, die Barsche stehen nur flach. Mann ey, einen gehabt. Ja. Ah, Fehlbiss, aber voll rein. Der hing gar nicht. Weg ist er. Mann, der war jetzt gut, der Biss. Der hing auch kurz. Auf UBS. Ich habe gerade ersten Wurf mit UBS gemacht. Wir angeln jetzt schon eine ganze Weile. Immer wieder so von 6 bis auf, jetzt stehen wir gerade 9,5 Meter runter. Es ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich habe tatsächlich 2, 3 teilweise schöne Bisse im tiefen Wasser gehabt. Aber es ist ausgesprochen schwierig. Da scheint also tatsächlich doch einiges an Fischen jetzt schon ins flachere Wasser gezogen zu sein. Aber auch das ist ja eine schöne Erkenntnis, wenn man also auf der anderen Seite absichert. Man weiß, es sind viele Fische im Flachwasser und man kontrolliert dann die andere Seite. Für mich ist das immer ganz wichtig, weil sonst fahren sich auch schnell mal Eindrücke fest, wenn man nur flach angelt. Fängt man natürlich auch nur flach und ich zwinge mich jetzt nur tief zu angeln, um Vergleichswerte ziehen zu können. Ich bin eigentlich noch guter Dinge, dass wir irgendwann hier irgendwo auch ein bisschen mehr Fische finden. Sie sind nicht weg und wir haben eine Chance, noch ein bisschen was auf den Pin zu bekommen. Barsch. Ein Barsch auf UBS-Rippler. Der Rippler funktioniert. Wir haben jetzt richtig lange geangelt. Ein paar Bisse gehabt. Also die Barsche sind noch tief unterwegs. Die kann man auch noch tief fangen. Sie werden schon mal größer. Harte Arbeit, aber tief funktioniert auch was. Wir haben jetzt hier 9,50 Meter auf der Uhr stehen. Da sind auch Barsche zu fangen. Ja, liebe Angelfreunde, ich gebe jetzt auf, schweren Herzens. Wir haben lange probiert, wir sind zum Glück nicht Schneider geblieben. Also Barsche sind auf jeden Fall unterwegs und es sind auch noch ein paar Fische mehr da.
Wir haben also heute sehr viel mit dem Echolot gearbeitet. Wir haben an einer Kante auch ein paar größere Fische gesehen, aber dann auch mal mit dem Gummifisch so ein bisschen behakt. Die haben überhaupt nicht reagiert. Jetzt kann man mutmaßen, sind das Fische, die passiv in der Tiefe stehen und die aktiven sind im flachen Wasser zum Fressen unterwegs, oder war es ein ganz schlechter Angeltag? Ich habe echt gekämpft und meine Rippler hier haben auch relativ gut Bisse gebracht. Es waren wahrscheinlich einige Barsche. Ich wollte euch eigentlich verschiedene Fischarten zeigen. Meine Hoffnung war, dass wir alle Fischarten auch noch im Tiefen fangen können. Aber manchmal kann man gegen Gesetzmäßigkeiten der Natur einfach nicht ankämpfen. Es ist Blödsinn, im Frühjahr tief zu angeln. Vor allem, wenn die Temperaturen im Flachwasser höher liegen als im tiefen Wasser. Das ist auch eine Erkenntnis. Ich hoffe, ihr nehmt sie mit für euch und ihr macht diese Dummheit nicht nach. Ich sage vielen Dank für euer Interesse. Petri Heil im Flachwasser, wenn ihr im Frühjahr angeln geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.